Boah. Da kommt das nicht mein Kremlin-Film. Ja, irgendwie schon, da ja. Kommt irgendwo Kremlins. Das ist das was mit Rampe. dem. Oh! Oh, Jocki! Ach oh, du heilige Scheiße. Oh, ich bin hier mitten auf dem Gleisbett. Ich auch, und da ist noch eine Rampe. Die bekommst du noch eine. Ja, das ist gut, cool, dann denkst du jetzt nochmal. Herzlich willkommen bei Knalltüten Gaming. Und mein Bildschirm ist schwarz. Was für ein Einstieg. Wunderbar, ich geh kaputt. Ne, wir machen das heute mal so, dass wir heute mal ein The Crew 2 Let's Play machen. Und das wir meine ich natürlich mit dem Jahre 85 mit mir und hier die rote hübsche Karre, den Schnupe. Hallo Schnupe. Hallihallo. Und wir haben alle beide noch keine Ahnung, wie ihr seht. Ja, das ist das zweite Rennen. So ungefähr, ja. Du fährst wieder davor. Wie ihr seht, bei mir das erste. Warte auf andere Spieler. Wo ist denn der andere Spieler? Der andere Spieler ist da vorne. Okay. Und wir fahren jetzt in New York, Harlem Ost. Die Strecke kenne ich wirklich noch nicht, davon abgesehen. Achso, dann ist natürlich gut. Ja, ich habe was für den Harlem gehört, aber. Das war was anderes. Hier fährt ein Motorrad übrigens rum. So mal so nebenbei. So, oh. Oh, da kommt irgendwas geflogen. Kommt ein Vogel geflogen. Ein bisschen dezent aufgetunt sind unsere Autos schon, etwas zumindest. Deswegen ja, sieht es nicht ganz so amateurhaft aus. Ich habe andere Ventile auf dem Radkappen. Ach so, andere Felgen meinst du? Ja. Wunderbar. Ich lerne gerade New York ein bisschen kennen. New York, New York, da kommt das nicht mein Kremlin-Film. Ja, irgendwie schon, da ja. Kommt irgendwo Kremlins. Das ist das mit dem. Oh, Jocki, Berg! Ach du heilige Scheiße! Oh, ich bin hier mitten auf dem Gleisbett. Ich auch, und da ist noch eine Rampe. Ja, da kommt noch eine, die kommt auf dich zu, da denkst du, das ist eine Mauer. Oh ja, stimmt, ich bin die Mauer hochgefahren. Die, oh, Scheiße! Oh, ich hab mich weggedreht. Oh. Oh, nee. Habt ihr gesehen, Schnupe alias Swagracer Stock 7258? Er hat mich voll überholt. Oh, hier, du machst Duell. Ja. Bist vorne. Ah, ob, wieso deine Karre so schnell? Der hat zu mir gesagt, okay, du bist vorne, deswegen dachte ich, ich bin Erster. Das ist kleiner Russell an mir vorbei. Russell? Russell Crowe, war das nicht der Gladiator gespielt hat? Ja, ich weiß nicht, jetzt ist er im Autorennen. Oh. Das ist der Russell Autorennen. Ja, oder war es nicht Herkules? Herkules? Nee, Herkules Eule? Irgend so einer war das. Russell ist vor mir im roten Auto. Der rasselt mit irgendwas. Der rasselt überall durch. Mit Säbel rasselt der, so war's, ja. Früher haben wir mit dem Säbel gerasselt. Heute mit dem Auto. Hast du nicht eigentlich das rote Auto oder hat er auch eins? Der hat auch eins. Oh, boah. So. Ah, bevor bin ich verfahren, steht's auf der Gartenbahn. Oh, geht wieder. Ich bin verfahren, na toll. Wie kann man sich denn hier verfahren? Oh. Da war ein Pfeil, der mich abgebogen hat, das war nur zu McDonalds. Oh, also ich fahr zu McDonalds, aber mit der S-Bahn. Oh. Oh, ich bin auf der Gegenbahn. Kam mir eigentlich schon mal ein Zug entgegen, wisst ihr das? Ja, nicht am Ende des Zuges könnte eure Zug sein, das stimmt. Der Zug könnte es ja nicht sein, die Rampe steht ja im Weg. Achso, ja eben, wieso gibt's denn dann die Strecke? Ja. Ich bin eine Rampensau! Oh. Das ist Sau, das wusstest du schon. Aber ich bin Fünfter immerhin, wieso denn das? Ja, vor allem, du hast noch nie gespielt. Ja, immer, schon immer Fünfter. Ja, jedes Mal, wenn ich das nicht spiele, bin ich Fünfter. Hä? Ich muss dazu sagen, wenn ich das mal alleine gezockt habe, da hab ich immer gewonnen. Achso, du warst aber alleine. Oder war zumindest unter den ersten Acht. Achso, auch bei Rennen, wo bis Sechse mitfahren. Ah. Schön. Boah, man hört aber jede Einrichtung. Was ist das ja nicht? Das ist ein Kontrollpunkt. Und dann bin ich mal alleine gefahren. Und da haben die mir einen Geist geschickt und das warst du. Ich dachte, ich kann ja mal alleine fahren. Scheiße war. Vollbremsung, ich bin da. Die anderen zwei, Russell und Travis auch. Und Janis auch. Und dahinter sieht aus, als würde der Schnupe angeheizt kommen. Immer als Fünfter. Oh, so, genau. Erstmal Schnupe gebremst. Erster sieht natürlich klasse aus. Mal gucken, gucken wir uns mal schnell Schnupes Auto an. Wo ist er denn nach hier? Also das. Welches von dem roten auch immer. Sieht hübsch aus. Wir kriegen fette Punkte. Und damit beenden wir auch die Folge für das erste von The Crew 2. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
Fortsetzung der durchgeknallten Knalltüten folgt, sobald eine neue Folge verfügbar ist. Bitte warten. Und so.